wir kommen jetzt zu einem Produkt, da kann ich nur sagen, falls Sie Autobesitzer sind, das brauchen Sie unbedingt. Da spart man sich einiges an Ärger und kann da auch richtig viel Geld sparen. Neulich, ja, da bin ich in mein Auto eingestiegen und da kamen mir erstmal Fehler, Codes und Diagnosen. Da dachte ich mir, bitte? Ich spreche kein Chinesisch, sorry, aber dann bin ich in die Werkstatt gefahren und dann haben die so ein Gerät angeschlossen und zack, war ich 50 Euro los. Und die haben diesen Fehlercode einfach nur gelöscht. An meinem Auto war gar nichts, es musste einfach nur gelöscht werden. Ja, ich würde jetzt mal sagen, hätte ich mir auch sparen können, theoretisch, oder? Ja, und in Zukunft können Sie sich zu Hause das vielleicht auch sparen. Und Sie sehen schon, Anne-Kathrin hat gerade gesagt, sie hat für den Werkstatttermin, den sie da wahrnehmen musste, 50 Euro bezahlt. Mhm. Gucken Sie mal auf unseren Preis, den wir Ihnen jetzt anbieten, für unser OBD2-Diagnosegerät. Unter 50 Euro hier, 47,41 Euro ist der Preis. Und mit diesem kleinen Helfer können Sie tatsächlich in Zukunft sehr viel Geld sparen. Denn wir haben Folgendes. Wenn Sie zum Beispiel ein Auto haben, wo Sie selber dran schrauben, wo Sie selber einen Ölwechsel machen, das gibt es ja tatsächlich, ne? Dass man selber in eine Hobbywerkstatt fährt oder vielleicht hat man in seiner eigenen Garage die Möglichkeit, das zu machen, dann ist ja seit dem Jahr 2000, also seit gut 20 Jahren, ist es so, dass bei den Autos, da gibt es so eine Service-Intervallanzeige. Mhm. Und immer wenn du eine Inspektion machst, einen Kundendienst machst, dann muss diese Service-Intervallanzeige zurückgesetzt werden. So, das ist natürlich ein toller Trick von den Autoherstellern und von den Werkstätten. Weil, wenn man nicht über so ein Diagnosegerät funktioniert, muss man in die Werkstatt, muss das dort zurückstellen lassen. Die sagt natürlich, nö, das machen wir natürlich nur, wenn Sie bei uns den Kundendienst oder den Service durchführen. Oder aber Sie machen es und du zahlst eben dann 20, 30, 40 Euro für diesen Service. So, das sparen wir uns, weil mit unserem Gerät hier, mit unserem OBD2-Diagnosegerät ist es so, dass Sie das künftig selber machen können. Sie schließen das einfach an Ihr Auto an und dann sehen Sie schon, wir haben hier ein großes Display und wir haben unten im Grunde nur drei Tasten, mit denen wir das Gerät bedienen können. Sobald wir das anschließen, können wir im Grunde hier, da werden wir dann durch das Menü geführt, aussuchen, was wir machen wollen. Und beispielsweise dann auch die Inspektions- oder Intervallanzeige zurücksetzen für den Kilometerstand. Und ein ganz wichtiger Punkt ist allerdings auch, wenn zum Beispiel bei Ihnen eine Kontrolllampe im Fahrzeug angeht, beispielsweise Motorkontrolllampe, ABS-System oder Anne-Kathrin, du hast es vielleicht auch schon mal gehabt, ist ein ganz häufiger Fehler, Airbag, die Airbag-Lampe leuchtet. So, was macht man denn dann? Ja, es hilft im Grunde nur, in die Werkstatt zu fahren. Ja. Aber stopp, das kann ja immer nur ein temporäres Problem sein. Das kann sein, da war ein Wackelkontakt oder beim Anschalten der Zündung hat das System irgendeinen Fehler registriert, der gar nicht vorhanden ist. Hier hilft Ihnen unser Gerät. Ja. Sie schließen das einfach an Ihrem Fahrzeug an und lassen sich einfach mal die Fehlermeldungen auslesen. Und jetzt können Sie Folgendes machen. Sie können diesen Fehler, der hier angezeigt wird, löschen. Das ist nicht schlimm, weil sollte ein Problem bestehen, existiert das Problem weiterhin und der Fehler wird wieder erneut hier ausgegeben. Das ist gleichzeitig auch, Anne-Kathrin, die Garantie, okay, ich muss in die Werkstatt. So, wenn ich allerdings erfolgreich war und den Fehler hiermit gelöscht habe und der taucht danach nicht wieder auf, dann ist alles in Ordnung. Das heißt, dann liegt im System auch kein Fehler vor und Sie haben viel Geld gespart. Das ist das Schöne. Weil, Anne-Kathrin, du hast es ja gesagt, oftmals musst du in die Werkstatt, dann muss eine Diagnose durchgeführt werden, Kostenvoranschlag. Kostet Geld. Bist du gleich bei über 100 Euro. Ja, und wie gesagt, die Autos heutzutage, die funktionieren ja alle nur noch mit Technik und Computern. Da braucht man das unbedingt. Zweimal im Jahr zeigt mir mein Auto eine Reifenpanne, obwohl ich gar keine Panne habe. Wissen Sie, woran das liegt? Sommerreifen, Winterreifen gewechselt. Und dann erkennt mein Auto das als Reifenpanne. Das heißt, ich müsste zweimal im Jahr jedes Mal in die Werkstatt, jedes Mal 50 Euro zahlen. Nee, ich bin klug. Ich habe jetzt das für 47,41 Euro und das gibt es mit der Bestellnummer NX 30, 65 und der 569 kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen.